Ich habe das Mikrofon angelassen. So, lala. Ich bin zurück. So. Die Leute mit Scott Shelby. Ich trinke entweder Mixer, Diesel oder Schwarzbier. Das ist ein Mixeri und Diesel. Ist das bitte? Rubio, no. Schnaps, wir holen. Ich war getrunken, um die Verhobung eines. Schnaps, wir hoffentlich bald getrunken. Verhobung eines Kumpels. Oh, wie schön. Ja, na, ich muss sagen, ich trinke gerne Tequila, muss ich sagen. Was muss, das muss, René. Hieß, wo war Nova? Wer? Was ist denn das bitte? Was meinst du damit, René? Fragezeichen. Habe ich Captain Wodka getrunken? Also ich trinke, wenn ich ausgehe, trinke ich immer meistens Malibu Orange und Tequila. Oder wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich nicht so gern trinke, dann trinke ich eher dieses Bier. Ah! Bier mit Cola ist gut, Leute. Ach, das ist Weizen, nicht? Scheiße. Ja, also auf alle Fälle trinke ich Weizen Cola ist es nur, dass es nur mit Bier ist, ne? Ja, ich trinke eigentlich Tequila und so Litchi-Schnaps dann eher. So, fortsetzen. Dienstag 21.52 Uhr, 35,41 Grad. Millimeter, Entschuldigung. Grad. Von lauter Fahrenheit, Grad. Jetzt reingehen. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich ja. Bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Mixer ist dieses bloß mit irgendwas noch drin. Hier meine Karte. Mitgefühl. Nur für den Fall. Nein, Mr. Shelby. Oh. Das hat wirklich keinen Sinn. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz sonst hier. Ja, habt ihr das mal? Ja, ganz hinten. Ich rate das keinen von euch, Leute. Danke. Wir haben mal diesen Trend gehabt und haben so in einer Bibette so Öl getrunken. Also Öl in den Magen eingemacht. Und ist ja so eine Ölschicht im Magen. Du kannst so viel trinken, wie du willst, ne? Also, dann kannst du halt so viel trinken, wie du willst. Und auf einmal bricht halt irgendwie dieses Öl ab und hast du Vollfetzen. Aber dieser Vollfetzen kann echt gefährlich werden. Ich habe das mal gemacht, habe auch das gespürt, die Nebenwirkung. Aber da hätte noch viel Schlimmeres passieren. Ich hätte eine Alkoholvergiftung. Weil ja auf einmal der ganze Alkohol ist echt, also bitte macht keiner das von euch, aber es ist echt gefährlich. Suchen Sie nach Trend. Ich habe den mitgemacht und ich rate keinen. Gib mir die Kohle aus der Kette. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße. Bitte gleich Arschloch. Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Sir, Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht? Hey, sie! Kommen Verdammt! Sie. Ich hab's zu schnell genommen, voll lauter Hektik. Kommen Sie her! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ich trinke hier Bier plus Diesel. plus. vernünftig. Hey, das ist es nicht wert. Weg das mit ist der lieb Waffe. Vorher was extra. Und gehen da, das, Sie. Da esse ich lieber. Ja, also ich esse. Ich esse auch jetzt ein fettes Händel so. Aber ja. Ruhig. Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Sie wollen noch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Name? Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Kann Emotional. Jemand, Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Bist du schon auf, René? Dann wünsche ich dir eine schöne gute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen und ich melde dich für Sonntag, ne? Für Overwatch, ne? Tschüssi! Ein kleines Mädchen. Ich muss gerade die Hände hochhalten, deswegen geht's gerade so schwer. Sie heißt Jessica.
Was würde Jessica jetzt tun? Oh, die Jessica. Schulz ist ja noch da. Aus ihr, wenn's schief geht. Sie haben nichts Schlimmes getan. Wenn sie die Waffe wegnehmen. Verlauf dich ins Bett. Was passiert ist. Das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Oh, Scheiße, Mann. Was glauben Sie, was ich hier mache? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Scheiße, hast nicht geglaubt. Du Scheißwaffe, du Mini-Diebstahl, ey. Das kommt mir vor wie beim ersten Mal Arma 3, wo ich das gemacht habe. Ruhe jetzt. Sag mal, aufgefallen, jetzt mal, wenn er hier ist, ist irgendwo ein Problem, irgendwie ein Arschloch kommt. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie immer wieder gerne hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Oh. Öffne mal. Schau, was drin ist. Bitte, nehmen Sie den Karton. Origami-Figuren. Oh. Mir hat er nicht geholfen. Das will ich auch gern können, Origami. Ich würde so viel schon mein ganzes Leben können. Vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Aber Japanisch steht an der obersten Stelle, weil ich würde echt mal gern so... Ich glaube, du rufst den Kopf. Ja, ich will den Kopf jetzt nicht rufen. Ort finden. Aber ich habe mich geirrt. Irgendjemand hat mich gehostet, ich lese es nicht. Danke, Merle, für deinen Host. Ich habe da. Mehr hab ich nicht. Ja, also ich würde die Cops jetzt auch nicht rufen, wie es ein Heini, weil... Ah ja, jetzt kommt sie. Jetzt... Ja, genau, die Origami würde ich echt gerne... Also eben, ich müsste nur nach Japan. Ich glaube, ein ganzes Jahr nach Japan lernen, dann würde ich alles mein ganzes Leben lernen, was ich möchte. Ja, also... Merle! Jetzt kommen die Jungs was zu sehen. Diese Figur erinnert mich immer an diese Schauspielerin von Law and Order. Spectre Victim Unit. Sie erinnert mich voll immer daran. Schau mal meinen Fernseher. Jetzt habe ich mich gerade kapiert. Vielen Dank, Talos TV, auf jeden Fall, ich komme auf Falkes Arme, vielen Dank! Ich mache da Zigarette, also, ne. Jetzt ist mal das gar nicht so verzögert, sonst lese ich das viel schneller, als es extrem verzögert ist, dieser Alert, aber... Heute ging er! Ach, ich meine, Internet kotzt mich so ab und zu an. Freue ich mich, wenn ich bald neues Internet habe, sowas denkt sie dann. Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. 2:47 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Was ich ab und zu bei diesen, diesen Hosts hasse, wenn ich jemanden hoste und ich sag's erst danach, also ich sage, ich hoste und zack, hört ihr gar nicht, wenn ich hoste und ja. Ich sollte die verdammten Tabletten nicht mehr nehmen. Aber sonst finde ich das Hosten eigentlich relativ cool, dass du so... Sag immer, ich gebe euch weiter, mich in einen tiefen Schlaf. Eine schöne heiße Dusche, wie sie das einfach ausspricht, Mädel. Ich brauche etwas Heißes zu trinken. Was Heißes zu trinken? Das ist aber sicher kalt, Mädel. Du hast nicht... Das hast du René gelassen. Nee, ich hier weg. Etwas Heftiges schlafe ich vielleicht ein.
Cool. Wärmt ihr auch immer? Der ist schlafen gegangen. Ja, er ist schlafen gegangen, ich weiß. Und wärmt ihr auch immer eure Kaffee? Also, ich wärme das auch hier vor. Bin ich mal stundenlang. Ach, verdammt, weiß das doch. Ach, verdammt, weiß das doch. So, was haben wir noch im Kühlschrank? Wir können ja was essen gehen. Ich schaut nur rein. Aber so befüllt mein Kühlschrank nie, wie sie immer hat. Also. Ich muss mal vorplanen. Also, sie hat auch eine Treppe. Das ist irgendwie ein komisches Haus, das ich immer da raufsteigen muss. Warte, was ist nochmal die Dusche? Ich glaube, das ist die Hausgangstür. Dass René schlafen gegangen ist. Er war ja nur hier. Sind wir schwer beschäftigt. Aber wenn ihr mögt. Also das schaust du. Sonntag spiele ich und René eine Runde Overwatch zusammen. Danke für die Banane. Immer wieder gerne. Natürlich kriegst du zwei. Mach mal Rufezeichen Banane. Dann kriegst du, schaust du mal, wie viel du hast. Also Banane müssen wir. Hey, Ocelutz! Ja, stimmt auch, sie beschwert sich über... okay, das stimmt auch wieder. Ich könnte mal aufs Töpfchen gehen. Das hilft mir immer meistens. Stimmt auch wieder. Also wenn... Ich meine, das mache ich auch immer. Ich sag so... Ich habe meistens immer so gesagt, boah, ich muss schlafen, dann trinke ich meistens Kaffee. Siehst du? Nee, mach mal, Nee, musst du Bananen machen, genau. Mach mal Bananen. Ajo. Ich ist immer ungewohnt, ich brauche euch eigentlich nicht fragen, wie es euch geht, ich weiß es ja schon. Wo ist jetzt meine scheiß Dusche? Jetzt sind alles Jungs hier und jetzt geht sie duschen, ja toll. Das sind drei Duschdinge, das verstehe ich auch nicht. Da genau, du hast jetzt schon 20 Bananen, toll. Ihr kriegt nämlich pro Follower kriegt ihr 20 Bananen. 20, ja, kannst du alle auffüttern. Mhm. Jo, das läuft. Jetzt kommt mein Alert natürlich nicht, aber ich warte, bis der Alert kommt. Ich hab Banane, ich hab schon genommen. Vielen Dank, Ex-Liefer-Form, willkommen in der Falkes Army. Kann ich aufhören zu duschen? Gut. Ich muss das jetzt an. Ich habe mich auch voll unendlich gefreut im Game. Jetzt muss ich auch noch abrubbeln, Leute. So. Bitte gerne. Ja, danke schön. Na gut, Hunger, Denise hat jetzt 40 Pflanzen gefunden. Also sehr sehen wir natürlich die Unterhose an. Hey, Niria! Na, alles klar? Warum frage ich das eigentlich? Ich weiß es ja. Och, nee, du kannst nicht schlafen. Oh. Ja, musst du morgen früh aufstehen, sonst kannst du ja nach ein bisschen hier bleiben. Oder musst du morgen? Du kommst gerade richtig. Die Zähne. Oh, mein Kühlschrank ist offen. Ach, es gibt doch schon. Gibt es wenig ins Bett gerufen. Ich wollte eigentlich den Kühlschrank zu machen, war das so. Wow, René hat schon. Ist schon ein Bananenanbeter. Wie schön. Ich glaube, ich habe bei Null noch nichts, ne? Doch, ich habe auch bei Null was gemacht jetzt. Ich finde das so cool, weil sein Charakter so zittert und so. Dann ist es immer. Ich muss jetzt kurz schauen. Banane. Ja, das ist hier. Hier ist jemand. Warte. Hier ist jemand in der Wohnung. Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. So, jetzt bin ich ganz kurz konzentriert sein. Vielen Dank, Tiger von deinem Vornamen. Willkommen in der Falkes Army. Okay. Wir das Telefon erreichen. Vielen Dank,
und zu Lutz von Follow. Willkommen in der Folge, Sami. Vielen Dank, Leute. Okay, okay. Das Haus da, also ich bin der Nizza. Aber echt, ich habe auch Calcium ab und zu. Banane, hä? Jetzt hat er 20 Bananen alle gekriegt. Ich hasse es in so harten Sequenz, wo ich so machen muss. Oh. Finger weg da, du Trottel! Oh mein Gott! Oh. Habe ich jetzt reingestochen? Messer, oder? Finde ja, wie sie rumstürzt, das ist ja so krass. Sie stürzt da die ganze Zeit so rum. Ja, und bringen ihn wieder einfach um. Oh! Zack, eins auf die Löffel da. Oh, ja, ja, wie soll ich das denn machen? Oh. Juhu. Ich bin ja... Ich bin ja da so krass, wie die mich irgendwie so behandeln, ne? Also... Ich meine, Verteidigung hat sie eine gute. Ja, rein ins Badezimmer, wo man nicht mal... Boah, ich blute voll im Gesicht. Warte, ich lasse gleich einen Chat, okay? Bananenmangel, Falkes Arme. Aha, lol, also Follower, die früher als ich habe ich weiter von irgendeinem jetzt. Die Otzenbande grüßt die Falkes Arme. Ja, Grüße zurück an die Otzenbande. Es hat weh am Rücken. Schulz, wir jetzt nicht mal Zeit im Zuschauersmonten. Ja, ich hatte schon den Schulz auch schon gefragt. Ja, muss noch überlegen. Muss eh mit Denise noch darüber reden. Ich bekomme bestimmt eine Banane, stimmt's? Du kriegst eine große Banane. Ja, ich habe mir schon überlegt, Schulz, dass derjenige 100 Bananen dazu kriegt. Der muss eine Belohnung kriegen dafür. Sagen so, Dankeschön, dass du mir followst. Dass du mir followst, dass du Zuschauer des Monats bist. Und er darf sich ja was wünschen, ne? Also, wenn ihr Zuschauer des Monats seid, dürft ihr ja was wünschen. Zum Beispiel, ich muss Bananen essen im Stream oder ich muss Lasagne essen. Die Jungs kennen das schon, hat Schulz und da Ding, wie spannend Lasagne essen bei mir ist. Und so, ja. Können wir heute darüber reden? Ich habe schon eine große. Oh, jetzt habe ich schon wieder was angefangen bei den Jungs. So, machen wir mal auf. Lass dann jetzt Stream. Nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Das ist alles, Kinder unten in den Highlights. Kann das alles nachschauen. Also, wenn dann richtig. Komm, ich zeig dir eine richtige Banane. Lockticket. So, jetzt so langsam wird dann das Spiel ein bisschen spannender, also am Anfang ich muss hier quält sich noch ein bisschen durch. Was dieser Schein deuten soll. Aber schaut euch diese Highlights nur an, wenn ihr alt genug seid, ne? Also ich dachte nicht, dass es so rüberkommt. Hier, lass mal Teil, steht nur auf Plan. Das war doch für sie. Nicht für dich, Kappa.
Mais war echt kurz, aber unheimlich dünn. Was? Mais war echt kurz? Ja, René ist wenigstens ehrlich, ne? Also, dann sind auch alle Männer so, ja, ich habe einen großen, ja. René ist wenigstens ehrlich. Sagt ja, ich weiß nicht, vielleicht ist ja Talos auch ehrlich, ich weiß. So. Fahren wir mal eine Runde? Ich bin auch ehrlich. Ist so, ich bin ehrlich. Ja, meine ich ja. Ich bin 23, ist alt genug oder wird es mir verstören? Ja, also, das Schulz ist 18, also wird es noch dich nicht verstören. Zu jung. So ehrlich, dass er vorhin René gemobbt hat bei Merle. Ah, Thanos hat René gemobbt. Okay. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht nicht. Ich schaffe es nicht. Zu viele Menschen. Gar nicht wahr. Komm hoch, Junge. Rauf. Runter. Rauf. Also. Also, wenn so ein Typ bei mir vorbeigeht, ne? Da, ich war ganz lieb vorhin. Ich muss mal den René fragen, ne? Also ich frag ihn am Sonntag mal. Da schauen wir nämlich das mal ein bisschen. Das war sie sehr dramatisch. Verdammt. Boah, mir ist extrem heiß. Das war auch gerade immer so heiß, also. Du und Liebe, nie im Leben, da feiert die Hölle ein und das war dann sauer für dich, Tal. Das friert die Hölle ein und da ist. Denkst du pervers? Jason! Ach, René, du schreibst auch immer, dass du gekommen bist, also. Von der Arbeit halt, aber bist gekommen. Du schreibst nur, ich bin gekommen. Junge! Jason! Ich finde das. Ich meine, okay, das kann man sich halt so in den Einblick mischen. Da nimmt doch was. Weil dann gebe ich dann neben Talos was aus, ne? Nehme ich runter, das ist meine Droge. Ne, das ist meine Droge. Nehme ich eine Runde aus. Jason! Das ist nicht eindeutig. Wo ist denn jetzt dieser Ballon wieder hin? Boah, du, das spielt krass. Danke, bitteschön. Ich hab doch den Ballon da hinten gesehen. Diese faulen Säcke liegen auf dem Boden rum und machen nichts. Mal ehrlich, möchtest du das denn? Also Hustensaft und Banane? Was, also... Ja, das macht nur ein i-Tüpfelchen drauf, ne? Also, das schmeckt jeder grause Hustensaft, schmeckt mit Banane noch besser. Ja, echt, ja? Die schupft man nur rum, das wäre auch im Leben, ey. Wenn man nicht jemanden schupft, schmeißt du um und dann hast du geschafft, dein Leben. So. Ja, 18? Wir haben... Fach Nummer 3. Mit Bananen schmeckt alles besser. So, 18. Usa an sich ist ja schon eigentlich geil, ne? Oh je.
Ja, Hustensaft. Du solltest den Hustensaft nicht trinken, Profispritze trinken. Okay, das wäre bei mir Ende gewesen dazu mal. Es gibt nämlich eine Geschichte zu dem Hustensaft. So, drei. Okay, das obere. Weiß nicht mal, welchen Code da eingibt. Aber im Nachhinein ist es doch besser zu trinken. Ja, wann hast du nicht diese Löcher, ne? Also, na, ich würde immer auch trinken. Weil kannst du so still und heimlich neben dem Stream trinken und keiner merkt es. Ein Schuhkarton. Ups. Beste Idee. Jetzt sind wir sie. Oder? Nein, jetzt sind wir er. Entschuldigung. 207. Okay, man merkt, es ist 21 Uhr Stream. Kann man. Aber es ist immer eigentlich mein Stream. Ich stream immer so spät. Ich bin. Ich arbeite ja eigentlich immer bis so 22 Uhr. Und dann ist es eigentlich normal, dass ich immer so spät wach bin. So. So. 15 Sekunden Frühstück. Aber das mache ich echt ab und zu. Ich mache mir dann Frühstück, wenn ich auch. Ich gehe gar nicht schlafen, ich frühstücke und danach gehe ich schlafen. Bei Gronkh ist es auch nicht besser. Oh, meine Waffe. Und die Frühstück. René braucht das nicht. Der ist so knallhart. Er ist sowas von einem Mann. Er isst kein Frühstück. Er isst das Frühstück. Gronkh ist auch cool. Ja, ich finde auch, also. Ich mag seine Stimme sehr gerne. Er hat so eine beruhigende Stimme. So eine angenehme, die was ich gerne zuhöre. Auch wenn er so scheiß Spiele spielt. Ich schaue ihm doch zu, weil er so eine angenehme Stimme hat. Ein Bärchen, der erste. Frühstück ist das Frühstück der Gewinner. Ja, genau. Ist so Tiger. Bin schon bei dem Einschlafen. Sind bereit, Mut zu zeigen und den Sohn zu retten. Schloss Werkstatt und Parkplatz. Ich bin bereit, um Mut zu zeigen. Mein Frühstück ist dann wahrscheinlich wieder erst 14 Uhr, wenn überhaupt. Ja, ich muss auch sagen, ich frühstücke sehr selten. Ich mache ja meistens das Frühstück mal für meine Gäste, aber wenn ich frühstücken kann, dann tue ich es echt gern. Genau, Tiger. Arbeitet ihr so spät oder was? Genießt doch das mal. Steht mal früh auf und macht Frühstück. Hilfe! Dad! Schon! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Echt jetzt? Muss ich mir mal anschauen. Durch Gronkh kam ich auch. Oh mein Gott, echt jetzt, Danke, du kamst durch Gronkh? Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben? Ich habe das letzte Mal schon ich wollte gerade sagen, Silent, mit einem Schulz die Debatte gehabt. Wir haben ja jetzt heute ein paar Fazitvideos gemacht über Shadow of the Colossus. Und da haben wir auch ein bisschen über das geredet, wie weit würden wir gehen. wir verstecken uns unter das Bettchen. Lol, da. Gronkh habe ich eben den Weg zu YouTube-Videos machen gefunden. Ja, finde ich schön, wenn man so ein Vorbild hat oder einen Grund, warum man dazu kommt, finde ich nämlich eine schöne Sache. Herz, Stimme, Verstand. Ja, ich finde, also ich finde schon Stimme, was er sagt. Und ja, ich finde ihn auch schön. Also wie viele immer sagen, ja, ich habe mir schon viele gelesen, was reinkommen und sagen so, ja, du lest mal wenigstens den Chat nicht wie Gronkh. Aber ich sage so, er kann es gar nicht lesen, Leute. Es geht ja so. Selbst ich als Der Mörder Zuschauer, ist wo er meist eigentlich nur auf zwischen den Chat 30 und schauen kann, 45. Er hat geht's nur nicht rum. spontan.
sondern plant seine Taten sehr akribisch. Gronkh war einer der ersten, den ich gefeuert habe bei Twitch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt ich jetzt nicht, Schlamm, aber... So sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten... Ich habe auch einen Grund, ich bin alt. Sowas gibt es vielleicht Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Rocket Beans, ich folge euch gar nicht. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord und jetzt ich, Kappa. In der Nähe des Wohnorts, um Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Ach, die 32 Jahre Otze. 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Jupp. Je mehr ich bin immer ruhig. Desto kleiner wird der Bereich. Im Inneren, ich denke, du Arschloch, du Blöder. Und dann ganz ruhig. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche trägt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Aber stimmt, wenn Merle schon all die Alten abgestempelt wird, und was soll das heißen? Dann bist du doch schon ein Opa. Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Ab 30. Der Mörder tötet nur im Herbst. Das sagt mir jeder. Ab 30, der nächste ist alles vorbei. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen, Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Schneller. Und geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte Sie befragen. Oh Mann. Das ist rein Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und. Eigentlich schade, dass Gronkh und Sarah nicht mehr viel machen, was Streams oder Videos angeht. Ich hab's nicht angeschaut. Hi Merle! Tigerklappe. Der Killer ist kein. Wie die Merle so schön teilweise nicht zuhört und liest und auf einmal kommst du rein. Hey Zorgo, servus! Na, alles klar bei dir? Haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Tools, mein toller Bub. beruhigen, ich bin immer. Genau, ich habe wieder einen Host bekommen von. Vielen Dank, Zocke, für den Host! Das reicht jetzt! Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet Ihr Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Heißt keine 3 Tage. So. Ah, die alte Frau. Ja, und bei euch? Ja, bei mir läuft alles. Ein bisschen Ohrschmerz, aber sonst eigentlich nichts so Sonderbares. Kennt das jemand? Das Siegesgeheul. Wie geil. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Bitte, bitte. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre auch so eine korrupte Bullin. Und wenn schon. Wow. Dieser Nathaniel Williams SpongeBob, ja genau. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörungen ein Bett zum Schlafen verhört. Oder eine Matratze zum Schlafen. Sagt mir das Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier. So, der Kater trinkt jetzt Milch. Was für ein Klischee. Was für ein Spinner. Tag, das ist keine Ahnung.
Ja, in dieser Bude möchte ich jetzt nicht... Boah, es ist Klo dreckig. Lach schon möglich. Ach, schon möglich, was es nicht heißt, ne? Nein, warum magst du kein Overwatch? Nein, das ist ja mal gezockt. Ich habe mir mal gestern die Highlights von der Merle angeschaut. Ich hatte einfach so Langeweile und dachte mir so, was schaue ich denn jetzt? Es war keiner live und dachte mir so, ja, okay. Ich wollte schon immer mal die Highlights anschauen und ja. Weil halt...